Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ständer kocht. Heute machen wir was ganz Verrücktes. Heute machen wir mal ein Unboxing. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen im YouTube. Wir machen es heute mit diesem Geschenk. Es wird meine Küche revolutionieren. Nein, es ist kein Thermomix. Wobei, apropos Thermomix, habe ich irgendwen in meiner Zuschauerschaft, der Kontakt zur Firma Vorwerk hat und mir mal einen Außendienstler vorbeischicken kann, der mir in einem Video mal die Vorzüge eines Thermomix erzählt? Mal her damit, ich will das Ding mal ausprobieren. Jetzt aber zu diesem Gerät hier. Wir werden weniger Öl brauchen. Wir werden länger auf unsere Fritten warten müssen. Ich bin mal gespannt, wie das Gerät funktioniert. Ich ziehe jetzt mal ganz langsam diesen Spritzbeutel vom Karton. Nein, ich mache hier kein klassisches Unboxing. Ich reiße das Ding jetzt einfach auf. Ich versuche es aufzureißen. So, drehen wir um. 60 Minuten Timer. Warte, ich soll die Pommes 60 Minuten da drin lassen? Haben die denn einen Schaden? Inhalt: Heißluftfritteuse, Bedienungsanleitung, Garantiedokumente. Gucken, was die mir garantieren. Und der hat Geburtstag, der hat die Hand an der Kerze, die Hände an der Kerze. So. Dann holen wir mal der Gerät da raus. Noch ein Spritzbeutel. So, wir holen das Gerät mal raus. Nichts mehr drin. Leer ist es. Dann wollen wir mal gucken, was an dem Ding jetzt digital ist. Ist vor allen Dingen erstmal Plastik. So. Hier ist ein Klebestreifen, den machen wir mal ab. Hast du da auch noch einen Klebestreifen? Komm, den ziehen wir jetzt mal ganz schön hier. Hier passen übrigens 2,3 Liter rein. Nach Verpackungsangabe. Guck mal, das hält. So, da, genau, das sind die Dinger, die ich gerade abgezogen habe. So. Das ist ja wie im Düsenjet. Stefan, komm mal hier nah dran, hier dran. Du musst erst das Ding hier hochklappen, bevor du den Korb da rausnehmen kannst. Ist das crazy? Das ist ja wie im Flugzeug. Komm, guck mal mit da rein. Eine Heizspirale haben wir da, dann haben wir ein Ventilenti. Und irgendwie pustet der wohl da heiße Luft auf unsere Pommes. Ja, schauen wir mal. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde. Garantieansprüche, defektes Gerät. Wenn Ihre Pommes scheiße sind, sind Sie selbst schuld. Wenn Sie Rezeptideen brauchen, schauen Sie auf youtube.com/derständerkocht. Och, das ist aber nett. So, zur Seite damit. Tut mir leid, wir können das Gerät nicht in Betrieb nehmen. Ich finde meine Wasserwaage nicht. Das heißt, ich kann nicht rausfinden, ob das hier eben ist. Wir machen das trotzdem. Pack das Brett mal hier rüber. Ja, genau. So. Zack. Oh, das könnte passen. Passt das? Klar. Ah, super. Komm, mach mal ein Plug-in. Steck dir mal den Plug rein. Oh nein, es hat gepiepst. Ach nee, jetzt müssen wir erstmal Pommes reinmachen, ne? So. Ach nee, jetzt muss ich die Klappe zulassen, das erst nur so rausziehen. So. Ich nehme jetzt erstmal ein Messer und ein paar Kartoffelkes. Stefan war mich heute shoppen und hat uns Kartoffeln mitgebracht. Die schneiden wir jetzt mal eben fix in Pommesform. So, Fritten sind fertig. Die packen wir jetzt mal in diesen Korb. Nicht zu viele, weil sonst backen sie aneinander. Ich glaube, wir machen das in zwei Etappen. So. Ich weiß nicht, wie viel kann man da rein tun? Ich versuche das jetzt einfach mal so. So, hauen wir mal den Korb hier rein. Das Ding erkennt, dass ein Korb da drin ist. Dann machen wir das mal an. Hauen die Temperatur hoch.
Guardzeit runter und geben Gas. Das ist sogar animiert. Guck mal, da heizen und lüften. Ich bin hier begeistert. Das Ding lassen wir jetzt erstmal arbeiten. Und wie das hinterher rauskommt, nachdem wir zwischendurch einmal geschüttelt haben, das werden wir dann sehen. Bis gleich. Hälfte der Garzeit ist um. Wir gucken einmal rein und schütteln uns. So, ein bisschen auseinandernehmen. Also das fühlt sich schon an wie Pommes. Aber sind noch lange nicht gar. Knusprig auch nicht. Aber wir schauen mal. Und schon geht das weiter. So, wir schütteln uns nochmal eine Runde. Gehen auf Pause. Fängt an braun zu werden. Ja, irgendwie habe ich das. Ja, wir haben ja auch noch 3 Minuten oder so. Wahrscheinlich haben wir irgendwas falsch gemacht. Da muss ja doch ein Esslöffel Öl dran. Da steht, die liegt doch da, du doof. So. Ja, wollen wir mal schauen, was jetzt nach Ablauf der Garzeit da drin passiert ist. Aber man hört, das ist tatsächlich ein bisschen knusprig geworden. Aber ich finde, 2 Minütchen könnten die noch, oder? Komm, 2 Minuten machen wir noch mal. Es piept. Wir haben fertig. Ja, guck. Jetzt ist das ein bisschen braun geworden. Kleben nicht zusammen. Die geben wir jetzt einfach mal in diese Schüssel hier. Geben unsere nächste Testreihe hier rein. Kann auch sein, dass es zu viele waren. Ich gebe jetzt mal, nehmen wir jetzt mal weniger hinein. So, das kennt ihr ja schon. Kommt hier ein bisschen Salz dran. Dann würze ich mal gerne mit ein bisschen Paprika. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie das Salz ohne Fett an den Pommes halten soll. Okay. Richten wir mal an. Na komm, Stefan. Ja. Greif mal zu. Ketchup ist lecker. Und die Kartoffel ist roh. Doch, also wer auf rohe Kartoffeln steht. Fazit zu dieser Heißluftfritteuse. Ich glaube, sie erfüllt ihren Zweck. Wenn man frische Pommes benutzt, müssen die auf jeden Fall dünn geschnitten werden, nicht so dick, wie ich sie habe. Nach einer längeren Kochdauer sind die besser geworden. Ich glaube einfach, ich muss damit noch ein bisschen üben. Und wenn das richtig geil geworden ist, dann lasse ich es euch nochmal wissen in einem Update. Das war es erstmal für heute. Ich esse jetzt diese vielleicht ja doch ganz leckeren Pommes. Und wir sehen uns wieder am kommenden Sonntag. Passt auf euch auf, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Bis dahin, euer Stände. Hallo, ich bin's. Ich weiß, wofür es ist. Ich glaube, ich muss erst noch einen Schluck trinken, sonst muss ich gleich kotzen. Nein, ist egal, ich kotze einfach. Outtake fertig, danke.